Es war einmal ein Königreich. Ein Königreich voller Freundlichkeit. Dort lebten ein König und eine Königin, die nur einen Wunsch hatten. Sie wünschten sich ein Kind. Der König und die Königin waren sehr gute Menschen. Daher wussten sie in ihren Herzen, dass ihr Wunsch eines Tages wahr werden würde. Und nicht lange Zeit später sollte genau dies eintreffen. Sie wurden mit einem gesunden Mädchen gesegnet. Da sie so sehr strahlte wie die Sonne, die das Land erhellt, nannten sie die Prinzessin Aurora, ein altes Wort für Sonnenaufgang. Der König und die Königin beschlossen, zu Ehren der Geburt ihrer Tochter einen großen Ball zu halten. Alle waren eingeladen, sogar die Feen, die im verzauberten Wald lebten. Aber der König und die Königin machten einen großen Fehler. Sie vergaßen, eine bestimmte Fee einzuladen. Jedermann im ganzen Königreich und Könige und Königinnen der benachbarten Königreiche kamen herbei und brachten Aurora Geschenke und gute Wünsche. Schließlich war es Zeit für die 12 Feen. Die Feen brachten Aurora sehr außergewöhnliche Geschenke. Mit ihren Zauberstäben bescherten sie ihr alles, was sie sich je wünschen könnte. Schließlich waren nur noch 3 Feen übrig, die ihre Geschenke noch nicht präsentiert hatten. Auch sie gaben Aurora wundervolle Geschenke. Möge alle Schönheit der Welt immer dein sein. Kleine Prinzessin, mein Geschenk ist ewige Fröhlichkeit. Mögest du niemals traurig sein. Gerade als die letzte Fee ihr Geschenk darbringen wollte, passierte etwas sehr Unerwartetes. Der gesamte Ballsaal war plötzlich mit grünem Nebel gefüllt. Und als der Rauch sich lüftete, erschien eine schwarze Fee. Der König fragte, wer diese Fee sei, die uneingeladen zum Fest erschienen war. Die anderen Feen erkannten sie sofort. Es war die bösartige schwarze Fee. Ich sehe, dass alle eingeladen waren. Alle Bewohner des Königreichs, Könige und Königinnen und die Feen. Aber leider war ich nicht eingeladen. Der König entschuldigte sich für diese Unhöflichkeit. Ich werde dieser schönen Prinzessin natürlich auch ein einzigartiges Geschenk dalassen. Die wunderschöne Prinzessin wird aufwachsen, umgeben von Glück, Liebe und Bewunderung. Aber an ihrem 16. Geburtstag, bevor die Sonne untergeht, wird sie sich an einer Nadel stechen und sterben. Ergreift dieses Monster, rief der König, aber die schwarze Fee verschwand mit lautem Gelächter. Es war noch ein Geschenk einer guten Fee übrig. Sie war nicht so mächtig wie die schwarze Fee, aber sie war in der Lage, den bösen Fluch wenigstens etwas zu mildern. Ich kann den Fluch nicht umkehren, aber ich kann seine Wirkung ändern. Du sollst nicht sterben, wenn der Fluch eintritt, sondern in einen tiefen Schlaf fallen, aus dem dich nur ein Kuss wahrer Liebe erwecken kann. Der König wollte vermeiden, dass der Fluch je in Kraft trete. Also verordnete er, dass jede Nadel, jedes Spinnrad und alles, das einer Nadel auch nur ähnlich sah, gesammelt und im Hofe des Schlosses verbrannt werden sollte. Dank der Geschenke der Feen wuchs Prinzessin Aurora zu einem wunderschönen und gutherzigen jungen Mädchen heran, das überall beliebt war. Eines Tages ordnete der König an, dass 3 der Feen immer an Auroras Seite sein und auf sie aufpassen sollten. Aurora hatte viel Spaß mit ihren Feenfreundinnen. Schließlich war der Tag gekommen, an dem Prinzessin Aurora 16 Jahre alt wurde. Der Fluch der schwarzen Fee sollte vor Sonnenuntergang in Kraft treten. Der König und die Königin
taten alles, um dies zu vermeiden. Aber sie waren sehr besorgt, dass es trotzdem geschehen würde. Sie schlossen Aurora in ihrem Zimmer ein, um sie zu beschützen. Aber da sie nicht verstand, was los war, war Aurora nicht sehr erfreut darüber, eingeschlossen zu sein. Plötzlich öffnete sich eine Tür in der Wand. Aurora war sehr verblüfft. Sie hatte diese Tür noch nie gesehen. Und sie hörte seltsame Geräusche von hinter der Tür kommen. Neugierig und sich keiner Gefahr bewusst, ging Aurora durch die Tür. Sie betrat einen Raum, in dem eine alte Frau an einem Spinnrad saß und ihr den Rücken zukehrte. Wie verzaubert ging Aurora auf das Spinnrad zu. Gerade als die Sonne unterging, trat der Fluch der schwarzen Fee in Kraft und Aurora streckte ihre Hand nach der Nadel aus. Und dann passierte es. Mit nur einer Berührung der Nadel sank sie zu Boden und fiel in ihren unendlichen Schlaf. Und so war es geschehen. Genau zu Sonnenuntergang hatte sich der Fluch der schwarzen Fee an Auroras 16. Geburtstag erfüllt. Aurora wurde in ihre schönsten Kleider gekleidet und auf ein Blumenbett gelegt. Damit begannen die Zeiten, in denen Aurora als Dornröschen bekannt wurde. Der König und die Königin konnten den Schmerz nicht mehr ertragen. Also beschlossen sie, den gesamten Hof schlafen zu lassen, bis Aurora wieder aufwachen würde. Jahre vergingen. Eines Tages kam ein schöner Prinz vorbei und bemerkte das Schloss, das von Dornenbüschen und Efeu umrankt war. Seine Männer erzählten ihm die Geschichte des Schlosses und des Dornröschens. Der Prinz wurde neugierig und entschied, das Schloss zu betreten. Die Büsche waren zu dicht und die Dornen machten es fast unmöglich, sie zu durchdringen. Der Prinz zog sein Schwert und schlug sich den Weg durch die Büsche frei. Als er endlich durch die dicke Hecke hindurch war und vor dem Schloss stand, sah er zwei Wächter schlafend vor dem Tor liegen. Er öffnete das Tor und war erstaunt von dem Anblick. Überall lagen Menschen auf dem Boden. Er begann durch das Schloss zu laufen und kam zu den Gemächern des Königs. Der König und die Königin schliefen auf dem Sofa. Dann sah er einen Raum mit halb geöffneter Tür. Er trat ein. Dies war der Raum, in dem Dornröschen auf ihrem wunderschönen Blumenbett schlief. Der Prinz trat ans Bett heran, sah die Schönheit an und lehnte sich zu ihr herüber. »Du bist das berühmte Dornröschen. Du bist so wunderschön«, flüsterte er in ihr Ohr. Er war so überwältigt von ihrer Schönheit, dass er sie auf die Stirn küsste. In diesem Moment öffnete sie ihre Augen und erblickte den schönen Prinz, der sie ansah. Als Aurora erwachte, wachte das gesamte Schloss mit ihr auf. Der König und die Königin rannten sofort in Auroras Zimmer, um zu sehen, ob alles in Ordnung war. Als sie ihre schöne Tochter wach sahen, waren sie voller Freude und Glück. Der Prinz hielt um Dornröschens Hand an. Die Prinzessin lächelte und nahm seinen Antrag an. Und natürlich gab der König seinen Segen für die Hochzeit. Der Prinz hatte schließlich seine Tochter und das Königreich gerettet. Sie hatten die schönste Hochzeitszeremonie, die man je im Königreich gesehen hatte. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Es war einmal in einem weit entfernten Land. Dort lebte eine sehr traurige Hexe. Sie war traurig, weil sie kein Kind hatte. Sie wünschte sich eine Tochter, an die sie ihre dunklen Geheimnisse und Kenntnisse weitergeben konnte. Also heckte sie einen Plan aus. Sie würde ein neugeborenes Mädchen stehlen und sie als ihre eigene Tochter aufziehen.
Die dunkle Magie wird für immer die Welt beherrschen. Nicht weit von dort, wo die Hexe lebte, wohnte ein junges Paar auf einem Bauernhof. Eines Tages überraschte die Frau ihren Mann mit einer freudigen Neuigkeit. Wir bekommen ein Kind! Aber leider sollte ihre Freude nicht lange anhalten. Die Frau wurde sehr krank. Sie verlor viel Gewicht. Und wenn sie nicht bald gesund wurde, würde sie das Baby verlieren. Ihr Mann versuchte, sie mit jeder Medizin und mit Heilkräutern zu heilen, aber er konnte ihr nicht helfen. Der letzte Arzt, von dem er sich Rat holte, sagte ihm, dass es nur einen Weg gäbe, seine Frau zu heilen. Du musst zu der bösen Hexe gehen. Nur sie hat das Kraut, das euch helfen kann. Sie ist eure einzige Chance. Also nahm der Mann all seinen Mut zusammen und ging zum Schloss der Hexe. Er klopfte an die Tür. Wer so ohne Angst an meine Tür klopft, muss ein wichtiges Begehren haben. Meine Frau ist krank und es geht ihr immer schlechter. Ich habe gehört, Sie haben ein heilendes Kraut für sie. Wirklich? Und warum sollte ich dir helfen? Ich flehe Sie an. Meine Frau ist schwanger. Wenn ich sie nicht heilen kann, verliere ich sie und das Baby. Die Hexe hörte ihm gut zu und beschloss schließlich, ihm zu helfen. Na gut, ich werde euch helfen. Sie gab ihm das heilende Kraut. Gib deiner Frau jeden Tag ein Stück von diesem Kraut. Es wird ihr bald besser gehen. Der junge Mann war sehr erleichtert. Er lief sofort nach Hause zurück. Seine Frau aß jeden Tag ein Stück von dem Kraut. Und bald ging es ihr besser und sie nahm das Gewicht, das sie verloren hatte, wieder zu. Aber nach ein paar Tagen hatte sie nichts mehr von dem Kraut übrig. Es ging ihr sofort wieder schlechter und dieses Mal war es noch schlimmer als vorher. Er hatte keine andere Wahl, also ging der Mann wieder zu der Hexe. Die Hexe wusste, dass er wiederkommen würde. Sie holte ein Säckchen mit Samen hervor. Dies ist das Kraut, das deine Frau geheilt hat. Nimm die Samen und pflanze sie in eurem Garten. So kannst du deine Frau und dein Kind retten. Aber ich habe eine Bedingung. Wenn ihr ein Mädchen bekommt, müsst ihr es mir geben. Was können Sie nicht ernst meinen? Dann eben nicht. Die Hexe schlug ihm die Tür vor der Nase zu. Niedergeschlagen ging der Mann wieder nach Hause. Er konnte seiner Frau auf keinen Fall davon erzählen. Die Tage vergingen und der jungen Frau ging es immer schlechter. Das Baby war in Gefahr. Der Mann konnte nachts nicht schlafen. Wenn er das Angebot der Hexe nicht annahm, würde er seine Frau und sein Kind verlieren. Aber wenn er das Angebot annahm und sie einen Jungen bekam, würden seine Frau und sein Sohn überleben. Also machte er sich wieder auf den Weg zum Schloss der Hexe. Er nahm ihr Angebot an und mit dem Säckchen voller Samen lief er wieder nach Hause. Er pflanzte die Samen im Garten ein und sie wuchsen in unglaublichem Tempo. Der junge Mann half seiner Frau dabei, die Blätter zu essen. Und als die Tage vergingen, ging es ihr immer besser. Bis sie schließlich ganz gesund war und sie gebar ein gesundes Baby. Aber jetzt war für den jungen Mann der Moment der Wahrheit gekommen. Es ist ein wunderschönes Mädchen. Am selben Tag fand im Schloss des Königs ein großes Fest statt. Die Königin hatte einen Jungen geboren. Der König war sehr glücklich. Denn nun hatte er einen Nachkommen, der nach ihm das Reich regieren konnte. Das Volk liebte sein gutherziges Königspaar sehr. Niemand konnte ahnen, dass sich die Lebenswege dieser beiden Babys eines Tages kreuzen würden. Das Glück des jungen Mannes und seiner Frau hielt nicht lange an. Noch am selben Tag kam die Hexe und verlangte das Baby. In Tränen übergab das Paar ihr das Kind und sagte lebewohl. Oh, oh
mein Baby! Oh, mein Baby! Sie ist nun mein, aber sorgt euch nicht. Ich werde gut auf sie Acht geben. Und ich werde sie Rapunzel nennen. Die Hexe brachte das Baby zu einem hohen Turm. Der Turm war tief im Wald verborgen. Die Hexe lief die Treppen herauf bis in die Turmspitze. Sie legte das Baby in eine Krippe. Rapunzel, meine wunderschöne Tochter. Rapunzel wuchs in ihrem Turm auf und dachte, dass die Hexe ihre Mutter wäre. Am Tage ging sie in den Garten vor dem Turm zum Spielen und abends lief sie hoch in ihr kleines Zimmer zum Schlafen. Die Hexe schnitt Rapunzels goldenes Haar nie ab. Sie kämmte es jeden Tag stundenlang. Dem Mädchen gefiel das sehr. Jahre vergingen. Rapunzel war nun eine junge Frau geworden. Eines Tages kam die Hexe zu dem Turm und rief nach Rapunzel. Rapunzel, mein Töchterchen, lass dein goldenes Haar herunter. Rapunzel ließ ihr langes Haar aus dem Fenster herunter. Es war so lang, dass es bis zum Boden reichte. Sehr gut. Die Hexe lief die Treppe herauf. Als sie oben angekommen war, begann sie einen Zauberspruch zu flüstern. Plötzlich begann die Treppe zu zerfallen. Kein Zauber dieser Welt wird diese Treppe jemals wieder reparieren können. Rapunzel sah ihrer Mutter zu und ihr wurde klar, dass sie den Turm niemals wieder verlassen würde. Jeden Tag kam die Hexe und kletterte an Rapunzels Haar herauf und herab. Abends stand sie vor dem Turm und rief: Rapunzel, Rapunzel, lass dein goldenes Haar herunter. Ich bin's, deine Mutter. Wenn sie ihre Stimme hörte, ließ Rapunzel ihr Haar herab. Und dann kletterte die Hexe an ihrem Haar hinauf in den Turm. Mutter, warum darf ich den Turm nicht verlassen? Warum hast du mich hier eingesperrt? Oh, mein liebes Kind, ich liebe dich so sehr und darum will ich dich vor dem Bösen in der Welt beschützen. Rapunzel verbrachte ihre Tage damit, zu singen und mit den Vögeln zu spielen, die sie besuchen kamen. Im Palast des Königs war der Prinz, der am selben Tag wie Rapunzel geboren war, zu einem jungen Mann geworden. Der König war alt und krank. Und er wünschte sich, dass der Prinz bald das Zepter übernehmen, heiraten und ihm ein Enkelkind schenken würde. Aber unter all den Prinzessinnen, die zum Palast kamen, war keine, die der Prinz zu seiner Frau machen wollte. Also machte er sich auf den Weg, um seine wahre Liebe zu finden. Als er am Rand des Waldes ankam, in dem Rapunzels Turm verborgen lag, sagte er zu seinen Männern: Ich war noch nie in diesem Teil des Waldes. Lasst uns hierher gehen. Vielleicht ist das eine Abkürzung. Mein Prinz, die Legende besagt, wer immer ihn betritt, kommt nie wieder heraus. Du sagst es selbst, es ist eine Legende. Lass es uns selber herausfinden. Also betraten der Prinz und seine Männer den Wald. Der Prinz machte sich keine Sorgen. Aber seine Männer waren ängstlich. Nach kurzer Zeit erblickten sie den Turm, in dem Rapunzel wohnte. Sie hörten Rapunzel singen. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Was für eine wunderschöne Stimme! Als sie näher an den Turm herankamen, verstand der Prinz, dass die Stimme aus dem Fenster in der Turmspitze kam. Er hörte ihr für eine Weile zu. In diesem Moment erschien die Hexe und rief nach Rapunzel. Rapunzel,
Rapunzel, lass dein goldenes Haar herunter. Als sie die Hexe hörte, ließ Rapunzel ihr Haar herab. Und die Hexe kletterte daran herauf. Ihr Name ist also Rapunzel. Der Prinz beschloss, für eine Weile in der Nähe des Turmes zu bleiben und Rapunzel zu beobachten. Jeden Morgen sah er, wie die Hexe an ihrem Haar herabkletterte und abends wieder herauf. Rapunzel, Rapunzel, lass dein güldenes Haar hernieder. Schließlich nahm der Prinz seinen Mut zusammen und lief zu dem Turm, als die Hexe nicht da war. Rapunzel! Rapunzel! Dies war das erste Mal in ihrem Leben, dass Rapunzel eine andere Stimme als die der Hexe hörte. Zunächst zögerte sie. Aber dann überkam sie die Neugierde und sie schaute aus dem Fenster herab. Sie sah den jungen Prinzen, der zu ihr heraufschaute. Wer bist du? Und woher kennst du meinen Namen? Ich bin der Prinz dieses Königreichs. Ich habe dich singen gehört und möchte dich kennenlernen. Ich darf nicht mit Fremden reden. Bitte geh! Ich will dir nichts Böses, ich verspreche es. Komm doch bitte herunter, damit wir reden können. Ich kann nicht, es gibt keine Treppe. In diesem Moment sah Rapunzel ihre Mutter kommen. Schnell, versteck dich! Meine Mutter darf dich nicht sehen! Der Prinz versteckte sich hinter den Bäumen. Als die Hexe am Turm ankam, rief sie nach Rapunzel. Rapunzel ließ ihr Haar herunter und die Hexe kletterte in den Turm. Der Prinz kam jeden Tag zurück. Rapunzel und er hatten sich angefreundet. Sie wusste, dass der Prinz ihr nichts Böses wollte. Also ließ sie ihr Haar für ihn herunter. Der Prinz ergriff ihr blondes Haar und kletterte daran herauf. Rapunzel war sehr aufgeregt. Sie hatte noch nie jemand anderen als ihre Mutter gesehen. Und jetzt stand der Prinz direkt vor ihr. Warum hält dich deine Mutter in diesem Turm gefangen? Mutter sagt, die Welt ist voll von Bosheit. Sie will mich beschützen. Aber das ist doch Unsinn. Warum sollte eine Mutter ihre Tochter wegsperren? Es ist wahr, es gibt viel Böses in der Welt, aber auch viel Schönheit. Rapunzel war neugierig und wollte wissen, ob der Prinz die Wahrheit sprach. Und sie wollte so gerne wissen, was es außerhalb des Turms in der weiten Welt zu sehen gab. An diesem Abend beschlossen sie, zusammen davonzulaufen. Als die Hexe am Turm ankam, sah sie, dass Rapunzel ihr Haar bereits heruntergelassen hatte. Rapunzel hat mich wohl kommen sehen und ihr Haar schon heruntergelassen. Sie kletterte in den Turm. Und was sah sie dort? Rapunzels Haar war abgeschnitten und an einen Haken geknotet. Aber Rapunzel war nirgends zu sehen. Der Hexe wurde klar, dass Rapunzel davongelaufen war. Rapunzel hatte ihr Haar abgeschnitten und es an den Haken geknotet. Und dann waren sie und der Prinz daran heruntergeklettert. Rapunzel! Wie kannst du es wagen, mich zu betrügen? Rapunzel und der Prinz waren bereits aus dem verwunschenen Wald geflohen. Die Hexe hatte die Geschichte, dass niemand wieder aus dem Wald finden konnte, verbreitet, weil sie nicht wollte, dass jemand Rapunzel fand. Rapunzel und der Prinz kamen am Schloss an. Der Prinz brachte Rapunzel zu seinen Eltern, dem König und der Königin. Und er war überrascht, seinen Vater gesund und munter vor sich stehen zu sehen. Vater, du siehst so gesund aus. Was ist geschehen? Ein Heilkraut hat deinen Vater geheilt. Wie hieß es noch gleich? Rapunzel. Rapunzel? Der Prinz erzählte seinen Eltern, was ihm widerfahren war. Der König erzählte dann, dass er das Kraut von einem alten Ehepaar bekommen hatte. Sie hatten ihm von der bösen Hexe erzählt und wie sie ihr Baby von ihnen genommen hatte.
Also gingen der Prinz und Rapunzel zum Haus des alten Paares. Sobald die Frau das junge Mädchen mit dem goldenen Haar sah, wusste sie sofort, dass dies ihre Tochter war. Meine Tochter! Meine Tochter! Endlich habe ich dich gefunden! Rapunzel war wieder mit ihren Eltern vereint und sie erzählten ihr die Geschichte von Anfang bis Ende. Kurze Zeit später heirateten Rapunzel und der Prinz und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Und was passierte mit der Hexe in ihrem Turm? Der König ließ sie verhaften und sperrte sie in dem Turm ein. Er platzierte Wachen vor dem Turm, damit sie nicht entfliehen konnte. Und mit ihr vergingen auch ihre dunklen Geheimnisse und ihre böse Magie. Tief im Ozean liegt eine verborgene Welt, von der keine Menschenseele weiß. Riesengroße Wale, freundliche Delfine und Tiere in allen Farben des Regenbogens. Weit in der Tiefe, wo keine Sonnenstrahlen hinreichen. In diesem Tiefseekönigreich lebten die Seemenschen in Einklang mit den Tiefseekreaturen. Der Meerkönig lebte in seinem Schloss mit seiner Mutter und 6 Töchtern und von dort aus regierte er die Meere. Der Meerkönig liebte seine Töchter sehr. Seine größte Angst war, dass einer von ihnen Schaden zugefügt werden könnte, von den Menschen, die über der Wasseroberfläche lebten. Daher verbot er es seinen Töchtern, an die Wasseroberfläche zu schwimmen. Die Menschen an Land sind bösartig. Warum sind die Menschen böse? Fragte die kleine Meerjungfrau. Weil die Menschen die Meere verschmutzen und alles Leben in ihnen auslöschen. Ariel, die jüngste Meerjungfrau, war sehr neugierig über das Leben an Land, insbesondere über die Menschen. Die Geschichten, die ihre Schwestern ihr erzählten, reichten ihr nicht. Ihre Großmutter warnte sie immer zu vor den Menschen. Aber sie konnte erst aus dem großen Tore herausschwimmen, wenn sie so alt wurde wie ihre Schwestern und ihre Krone bekommen hatte. Ariel sah ihren Schwestern nach. Als sie sie so davonschwimmen sah, schmiedete sie einen Plan, wie sie selbst auch durch das Tor schwimmen könnte. Sie nahm ihren Freund den Delfin mit und schwamm zu Himrom, dem Wal. Denn Himrom konnte durch das Tor schwimmen, wann immer er wollte. Die kleine Meerjungfrau erzählte Himrom von ihrem Plan. Himrom war zunächst nicht einverstanden, da er sehr große Angst vor dem Meerkönig hatte. Aber dann hatte er Mitleid mit ihr und willigte ein, ihr zu helfen. Der große blaue Wal und der Delfin schwammen bis an die Tore des Königreichs heran. Als sie Himrom sahen, öffneten die Wachen sofort das Tor. Der Wal und der Delfin schwammen mühelos durch das Tor. Als sie außer Sichtweite waren, öffnete Himrom sein Riesenmaul und Ariel schwamm heraus. Mit Himroms Hilfe schwamm sie bis zur Wasseroberfläche. Zum ersten Mal in ihrem Leben fühlte sie den Wind in ihrem Gesicht und sah das klare Blau des Himmels. Wundervoll! Plötzlich hörte Ariel Musik. Sie sah sich um und sah ein Schiff in der Ferne. Es war das erste Mal, dass sie ein Schiff sah. Das muss ein Schiff sein! Komm schon! Ihr Freund der Delfin warnte sie, dem Schiff nicht zu nahe zu kommen, aber sie war schon auf dem Weg dorthin. Sie schwamm so schnell sie konnte auf das Schiff zu. Das Schiff gehörte dem König. Der König hielt eine Geburtstagsparty für seinen Sohn, Prinz Erik. Er wollte, dass sein Sohn so bald wie möglich heiratete. Daher hatte er vielerlei Prinzessinnen zu der Party eingeladen. Er ist ein Prinz. Aber er ist ein Mensch, warnte der Delfin.
Mit ihrer wunderschönen Stimme sang Ariel zu der Melodie, die der Prinz mit seiner Flöte spielte. Der Prinz hörte die schöne Stimme und sah sich nach ihr um. Vorsicht, Ariel! Sie sehen dich sonst! Warnte sie der Delfin. Die kleine Meerjungfrau sprang zurück ins Wasser und verschwand. Zur gleichen Zeit beobachtete die Seehexe alles, was passierte in ihrer Kristallkugel in den tiefsten Tiefen des Seekönigreichs. Der Tag ist endlich gekommen. Die Tochter des Meereskönigs und ein Mensch. Lass den Sturm wüten, den Wind blasen und den Donner dröhnen. Der Fluch der Seehexe erzeugte riesengroße Wellen, wie aus dem Nichts. Und das Schiff des Prinzen wurde hilflos auf die Felsen zugetrieben. Die kleine Meerjungfrau wurde sehr besorgt, als sie das Schiff im Sturm gefangen sah. Das Schiff wird kentern und sinken. Wir müssen ihnen helfen. Ariel tauchte ins Wasser direkt hinter dem Schiff. Sie schwamm durch das Schiff und fand die Flöte des Prinzen. Endlich fand sie den Prinzen, der bewusstlos langsam tiefer und tiefer im Wasser versank. Sie zog ihn hinauf zur Wasseroberfläche und schwamm mit ihm zum Ufer. Wach auf! Bitte, wach auf! Langsam kam der Prinz wieder zu sich und öffnete die Augen. Du lebst! Rief die kleine Meerjungfrau freudig. Plötzlich hörte sie Hunde bellen. Ihr wurde klar, wo sie sich befand, und schnell sprang sie zurück ins Wasser und ließ den Prinz am Strand zurück. Einer der Männer des Prinzen, zusammen mit einer der Prinzessinnen, fanden ihn dort liegen. Ein Mädchen hat mich vor dem Ertrinken gerettet. Ihre Stimme klang so vertraut, als hätte ich sie zuvor gehört. Sie hat die schönste Stimme der Welt. Ariel schwamm zurück in ihr Tiefseekönigreich. Sie hatte die Flöte des Prinzen noch in der Hand und sie konnte nicht aufhören, an ihn zu denken. Plötzlich tauchte der Meerkönig auf und sah die Flöte in Ariels Hand. Er wusste sofort, dass sie einem Menschen gehörte. Wir haben Regeln und ich erwarte, dass sie von jedem befolgt werden, besonders von meinen Kindern. Ist es wahr, dass du einen Menschen vor dem Ertrinken gerettet hast? Ich musste es tun. Er wäre sonst gestorben, antwortete Ariel. Genug! Menschen bringen Verderben. Ich kann keine Freundschaft zwischen der Menschenwelt und der Unterwasserwelt dulden. Rasend vor Wut schwamm der Meerkönig davon. Aber die kleine Meerjungfrau hatte immer noch nicht vor, aufzugeben. Ariel schwamm zu Naga, der Seehexe, und bat sie um Hilfe. Naga willigte ein, ihr zu helfen. Aber sie wollte dafür etwas haben. Etwas sehr Wertvolles. Ich werde dir einen Zaubertrank mixen, der dich in einen Menschen verwandeln wird. Du wirst laufen und tanzen können mit zwei Beinen und Füßen. Und im Gegenzug gibst du mir deine Stimme. Meine Stimme? Aber ohne meine Stimme? Da sie keine andere Wahl hatte, ging Ariel den Handel mit der Hexe ein. Sie war bereit, alles zu tun, um den Prinzen wiederzusehen. Vergiss nicht. Am Ende des vierten Tages, bei Sonnenuntergang, muss der Prinz sich in dich verliebt haben. Sonst wirst du wieder eine Meerjungfrau und kannst den Prinzen für immer vergessen. Nach dieser letzten Warnung trank Ariel den Zaubertrank. Sie begann zur Wasseroberfläche zu schwimmen, aber auf dem Weg wurden ihre Schwanzflossen zu zwei Beinen. Mit Hilfe des Delfins schaffte es die kleine Meerjungfrau an die Küste. Vom Schloss aus konnte der Prinz den Strand sehen und als er die rothaarige Schönheit erspähte, lief er sofort zu ihr herüber. Du? Haben wir uns schon mal gesehen? Ja,
Wir kennen uns. Ariel konnte nicht sprechen, aber sie gab dem Prinzen die Flöte. Der Prinz begann die Melodie zu spielen, die er auf dem Schiff gespielt hatte. Ariel nickte eifrig, um ihm zu verstehen zu geben, dass sie die Melodie kannte. Ich sah dich, als ich diese Melodie an Deck spielte. Ich habe deine Stimme gehört und dann hast du mich vor dem Ertrinken gerettet. Ich habe dich überall gesucht. Der Prinz war sich sicher, dass Ariel ihn gerettet hatte. Aber das Mädchen in seiner Erinnerung war eine Meerjungfrau und hatte eine wunderschöne Stimme. Ariel versuchte zu sprechen, aber sie hatte ihre Stimme verloren. Ich dachte, du wärst eine Meerjungfrau. Der Prinz begann zu denken, dass dies wohl doch nicht das Mädchen war, das ihn gerettet hatte. Aber er hatte Mitleid mit ihr und beschloss, ihr zu helfen. Er nahm Ariel mit in sein Schloss. Der König hatte veranlasst, dass die Hochzeitsplanung begann. Er wollte den Prinz mit einer der Prinzessinnen von dem Schiff verheiraten. Während der Vorbereitungen konnte die kleine Meerjungfrau nur zusehen, aber konnte nichts tun. Sie wusste nicht, wie sie den Prinzen ohne ihre Stimme für sich gewinnen sollte. Sie erinnerte sich an die Worte der Seehexe. Vergiss nicht, am Ende des vierten Tages, bei Sonnenuntergang, muss der Prinz sich in dich verliebt haben. Sonst wirst du wieder eine Meerjungfrau und kannst den Prinzen für immer vergessen. Die ersten zwei Tage vergingen schnell. Schließlich war es der dritte Tag. Am letzten Tag wollten der König und die Königin ihren Sohn, den Prinzen, mit der Prinzessin des benachbarten Königreichs verheiraten. Die arme Ariel konnte dem Prinzen nicht erklären, dass sie die Meerjungfrau war, die er gesucht hatte. Und der Prinz begann zu glauben, dass alles, was er gesehen hatte, nur ein Traum gewesen war. Ariels einzige Hoffnung war ihre starke Liebe für ihn. Am vierten Tag, kurz vor Sonnenaufgang, weinte Ariel bittere Tränen. Aber plötzlich passierte etwas Unerwartetes. Zuerst tauchten ihre Schwestern an der Küste auf und dann ihre Großmutter. Sie waren gekommen, um Ariel zu helfen. Mein liebes Kind, wir sind gekommen, um den Fluch der Seehexe aufzuheben. Ariel war sehr froh, aber sie wusste nicht, wie sie ihr helfen konnten. Schließlich kam ihr Vater, der Meerkönig, aus dem Wasser hervor. Sein Herz konnte nicht ertragen, wie traurig seine Tochter war, und er sah ein, dass nichts im Wege wahrer Liebe stehen sollte. Ah, meine geliebte Tochter. Alles, was ich will, ist, dass du glücklich bist. Geh zu ihm. Der Meerkönig richtete seinen Zauberstab auf eine Muschel, die die Großmutter in der Hand hielt. Ariels Stimme war in der Muschel gefangen. Der Meerkönig befreite Ariels Stimme aus der Muschel. Meine Stimme! Danke, Großmutter. Vielen Dank, Vater. Ich liebe euch alle so sehr. Mit Hilfe des Wals Himrom schwammen sie alle zum Schiff des Prinzen, so schnell sie konnten. Als der Prinz und die Prinzessin auf den Altar zugingen, um sich das Ja-Wort zu geben, blieb der Prinz plötzlich stehen. Er konnte die Stimme der kleinen Meerjungfrau hören. Als er Ariel auf einem Wal auf sich zuschwimmen sah, sprang er ohne zu zögern ins Meer. Ich wusste, dass du es warst. Dank der Hilfe ihrer Familie und Freunde war Ariel endlich wieder mit ihrer Stimme und ihrem Prinzen vereint. Aber sie war keine Meerjungfrau mehr. Sie würde von nun an als Mensch leben. Ariel und der Prinz heirateten und verbreiteten Liebe, Frieden und Freundschaft an Land und in der See. Es war einmal eine schöne Prinzessin, die in einem großen Schloss lebte. Zu ihrem Geburtstag schenkte ihr Vater, der König, ihr eine goldene Kugel. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Vielen Dank, Vater. Die Prinzessin liebte ihre goldene Kugel. Sie verbrachte all ihre Zeit damit, im Garten mit ihrer Kugel zu spielen. Eines Tages lief sie durch den Garten und spielte mit der Kugel, indem sie sie immer wieder hochwarf und auffing. Die Prinzessin lief auf einen kleinen Teich zu und spielte immer weiter mit der Kugel. Doch plötzlich warf sie die Kugel in die Luft und konnte sie nicht mehr fangen.
Die Kugel rollte davon. Meine Kugel! Die Prinzessin lief der Kugel nach, aber sie rollte immer schneller. Schließlich fiel die Kugel in den Teich und sank tief auf den Grund. Oh nein! Die Prinzessin setzte sich neben den Teich und begann bitterlich zu weinen. Meine goldene Kugel! Wie soll ich sie je zurückbekommen? Plötzlich hörte sie eine Stimme. Quack! Meine schöne Prinzessin! Warum weinst du denn? Quack! Sie sah sich um, aber verstand nicht, wo die Stimme herkam. Plötzlich sah sie, dass die Stimme einem Frosch gehörte, der neben dem Teich saß und sie ansah. Der Frosch hüpfte auf sie zu und fragte erneut, als er neben ihr saß: Was ist los, schöne Prinzessin? Warum weinst du? Die Prinzessin war sehr erstaunt, als sie den Frosch sprechen hörte. Ein sprechender Frosch? Wie ist das möglich? Na ja, so ist es nun mal. Ich spreche. Also sage mir, warum weinst du? Als sie sich gefasst hatte, erzählte die Prinzessin dem Frosch, was passiert war. Meine goldene Kugel, die ich von meinem Vater bekommen habe, ist mir in den Teich gefallen. Sie ist auf den Grund gesunken und ich weiß nicht, wie ich sie herausholen soll. Der Frosch hüpfte neben ihre Füße und machte ihr ein Angebot. Meine schöne Prinzessin, ich kann dir deine goldene Kugel zurückbringen, aber dafür musst du mir einen Gefallen tun. Die Prinzessin war neugierig. Was für einen Gefallen? Es wäre wunderbar, wenn wir beide Freunde sein könnten und ich mit dir im Schloss leben dürfte. Die Prinzessin überlegte und nahm dann sein Angebot an. Also hüpfte der Frosch ins Wasser und verschwand. Kurze Zeit später tauchte er wieder auf und hatte die goldene Kugel in der Hand. Er warf sie der Prinzessin zu. Als sie wieder mit ihrer Kugel vereint war, lief die Prinzessin fröhlich zum Schloss zurück. Als der Frosch sie davonlaufen sah, rief er ihr nach. Meine schöne Prinzessin, hast du mich vergessen? Du hast versprochen, mich mit zum Schloss zu nehmen, Quack. Die Prinzessin rief ihm lachend zu. Wie kann ein hässlicher Frosch wie du nur erwarten, mit einer schönen Prinzessin wie mir zu leben? Quack. Die Prinzessin ließ den Frosch sitzen und lief zum Schloss zurück. Am Abend saßen der König, die Königin und die Prinzessin beim Abendessen. Als sie gerade zu essen begannen, hörten sie ein Klopfen an der Tür. Das Dienstmädchen berichtete, dass ein Frosch vor der Tür saß, der von der Prinzessin eingeladen worden war und um Erlaubnis bat, einzutreten. Der König fragte seine Tochter überrascht: Möchtest du mir erklären, was es damit auf sich hat, meine Tochter? Die Prinzessin erzählte, was am Morgen neben dem Teich passiert war. Du hast dem Frosch ein Versprechen gegeben, also musst du es auch einhalten. Der König befahl dem Dienstmädchen, den Frosch hereinzulassen. Kurze Zeit später öffnete sich die Tür und der kleine Frosch hüpfte herein. Er wandte sich an den König. Guten Abend, meine Herrschaften, und vielen Dank, mein König, für die Einladung. Mit einem großen Sprung landete der Frosch neben der Prinzessin auf dem Tisch. Sie sah ihn angeekelt an. Der König rief nach einem Teller für den Frosch, aber der Frosch unterbrach ihn. Ich brauche keinen Teller. Ich kann vom Teller der Prinzessin essen. So begann der Frosch vom Teller der Prinzessin zu essen. Sie war darüber sehr unerfreut, aber sie dachte, er würde nach dem Abendessen sicher wieder gehen. Also sagte sie nichts. Aber der Frosch dachte gar nicht daran, nach dem Essen wieder zu gehen. Als die Prinzessin den Tisch verließ, folgte er ihr in ihr Zimmer. Die Zeit verging und der Frosch wurde sehr müde.
Meine Prinzessin, ich bin sehr müde. Ich würde gerne in deinem Bett schlafen, wenn ich darf. Weil sie ihren Vater nicht verärgern wollte, erlaubte die Prinzessin es dem Frosch. Der Frosch hüpfte in ihr Bett und legte seinen Kopf auf die weichen Kissen. Die Prinzessin versuchte ihren Ärger zu unterdrücken, legte sich neben den Frosch und schlief ein. Am Morgen weckte der Frosch die Prinzessin. Guten Morgen, meine schöne Prinzessin. Ich habe einen letzten Wunsch. Wenn du mir diesen erfüllst, werde ich danach sofort verschwinden. Die Prinzessin war sehr erleichtert, als sie hörte, dass der Frosch bald verschwinden würde. In Ordnung. Was willst du nun von mir? Der Frosch sah ihr in die Augen und... Ich hätte gerne einen Kuss von dir. Die Prinzessin sprang wütend aus dem Bett. Ach, wie kannst du es wagen? Auf gar keinen Fall! Das Lachen verschwand aus dem Gesicht des Frosches und stattdessen lief ihm eine Träne über die Wange. Die Prinzessin dachte nach. Ach, was ist schon dran an einem winzigen Kuss? Ich werde ihn ja niemals wiedersehen. Also gab sie ihm einen Kuss. Sobald sie das getan hatte, war der Raum von einem hellen weißen Licht durchflutet. Die Prinzessin konnte nichts mehr sehen. Aber kurze Zeit später verschwand das Licht. Als die Prinzessin wieder sehen konnte, traute sie ihren Augen nicht. Dort, wo gerade noch ein Frosch gewesen war, stand plötzlich ein gut aussehender Mann vor ihr. Die Prinzessin war sprachlos. Als sie sich gefasst hatte, fragte sie, »Wer bist du? Und was ist mit dem Frosch passiert?« »Meine schöne Prinzessin, ich bin ein Prinz aus einem weit entfernten Königreich. Eine böse Hexe hat mich mit einem Fluch in einen Frosch verwandelt. Um den Fluch aufzuheben, musste ich eine Nacht mit einer Prinzessin verbringen und einen Kuss von ihr bekommen. Durch dich bin ich von meinem Schicksal befreit und muss kein Frosch mehr sein.« Die Prinzessin war sehr überrascht, aber zugleich sehr erfreut. Die beiden gingen zusammen zum König und erzählten ihm, was passiert war. Dies sollte die zweite Lektion sein, die der Frosch dich gelehrt hat, meine liebe Tochter. Man soll niemals jemanden nach seinem Äußeren beurteilen, bevor man die ganze Wahrheit über sie kennt. Der König hieß den Prinzen für noch ein paar Tage in seinem Schloss willkommen. Der Prinz und die Prinzessin spazierten zum Teich, an dem sie sich das erste Mal getroffen hatten. Meine Prinzessin, willst du mich heiraten und mit mir in mein Königreich kommen? Die Prinzessin lächelte und nickte und nahm den Antrag des Prinzen an. In diesem Moment unterbrach ein Geräusch die Stille. Sie sahen sich nach der Quelle des Geräuschs um. Da saß ein Frosch neben dem Teich und sah sie an. Sie hielten den Atem an und warteten darauf, dass er sprechen würde. Aber es geschah nicht. Sie begannen zu lachen. Keine Sorge, kleiner Frosch. Auch du findest eines Tages deine Prinzessin. Sie lachten noch lauter. Nach kurzer Zeit heirateten sie. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Es war einmal in einem weit entfernten Land. Dort lebte ein König mit 11 Söhnen und einer Tochter. Die Königin war gestorben und nach einiger Zeit heiratete der König wieder. Aber er wusste nicht, dass die neue Königin in Wirklichkeit eine böse Hexe war. Sie konnte die Kinder des Königs nicht leiden. Ständig beschwerte sie sich über sie bei dem König und suchte nach Wegen, wie sie sie aus dem Schloss werfen könnte. Die Kinder sind so ungezogen. Die Dienstmädchen beschweren sich jeden Tag über sie. Die neue Königin beschwerte sich so sehr beim König, dass er schließlich anfing, ihr zu glauben. Also schickte er seine Tochter auf einen Bauernhof in der Nähe. Sie sollte dort bei der Familie des Bauern bleiben, bis sie 15 Jahre alt wurde. Die böse Königin wollte die Söhne auch wegschicken. Aber weil sie so jung waren, war der König damit nicht einverstanden. Also sperrte die Königin die Söhne in ihrem Zimmer ein.
Eines Nachts schlich sie sich in ihr Zimmer. Und mit einem Zauberspruch verwandelte sie die Jungen in 11 wilde Schwäne. Dann öffnete sie das Fenster und verließ das Zimmer. Die Söhne, die nun Schwäne waren, flogen aus dem Fenster hinaus. Jahre waren vergangen und die Tochter war nun 15 Jahre alt. An ihrem Geburtstag machte sie sich auf den Weg zurück in das Schloss. Während sie auf ihren Vater, den König, wartete, sah ihre Stiefmutter, die böse Königin, sie. Sie sah, wie wunderschön sie geworden war und wurde sehr eifersüchtig. Sie war sehr verärgert, dass die Prinzessin zurück ins Schloss gekommen war. Die Prinzessin wartete auf ihren Vater und sie war so müde, dass sie sich in ihrem Zimmer in ihr Bett legte und einschlief. Die Königin schlich sich in ihr Zimmer und murmelte einen Zauberspruch. Plötzlich veränderte sich die Haarfarbe der Prinzessin und wurde ganz dunkel. Und auch ihr Gesicht veränderte sich und sie war ganz dreckig. Als der König zurück ins Schloss kam, freute er sich sehr über die Nachricht, dass seine Tochter zurückgekehrt war. Er lief sofort zu ihr in das Zimmer. Aber das Mädchen, das er dort im Bett liegen sah, sah überhaupt nicht aus wie seine Tochter. Das ist nicht meine Tochter. Ich befehle euch, dass ihr sie sofort aus meinem Schloss werft. Nachdem er diesen Befehl ausgesprochen hatte, verließ der König das Zimmer. Die Wachen des Königs weckten die Prinzessin auf und begleiteten sie aus dem Schloss heraus. Was auch immer sie sagte oder tat, sie konnte sie nicht überzeugen, sie zum König zu lassen. Sie hatte keine andere Wahl und verließ das Schloss, weinend. Ich muss versuchen, meine Brüder zu finden. Wenn wir alle zusammen sind, kann uns nichts geschehen. Als sie alleine durch die Wälder lief, traf die Prinzessin auf eine alte Frau. Sie grüßte sie und fragte, haben Sie hier irgendwo 11 junge Prinzen gesehen? Ich habe keine 11 Prinzen gesehen, aber ich habe 11 wilde Schwäne gesehen, die jeden Abend dort drüben am Ufer sitzen. Traurig verabschiedete sich die Prinzessin von der alten Dame. Und sie lief ans Ufer. Als die Sonne unterging, kamen die wilden Schwäne, von denen die alte Frau gesprochen hatte, und landeten neben der Prinzessin am Strand. Und gerade als die Sonne untergegangen war, verwandelten sich die 11 Schwäne in 11 junge Prinzen. Die Prinzessin war völlig verblüfft. Sofort erkannte sie ihre Brüder und lief auf sie zu. Und während sie auf sie zulief, verwandelte auch sie sich wieder in die schöne Prinzessin, die sie gewesen war. Und natürlich erkannten ihre Brüder sie sofort wieder. Voller Freude und Erleichterung umarmten sie sich. Der Zauber der bösen Königin kam gegen ihre Geschwisterliebe nicht an. Die 11 Prinzen erzählten ihrer Schwester ihre Geschichte. Nur in der Nacht nahmen sie Menschengestalt an, aber sobald die Sonne aufging, verwandelten sie sich wieder in die Schwäne. Weil es schon fast Morgen war, beschlossen sie, ihre Schwester mit sich zu nehmen. Sie flechteten einen Korb aus Schilf. Die Prinzessin setzte sich hinein und als die Sonne aufging, verwandelten die Prinzen sich wieder in 11 Schwäne. Die Schwäne hielten den Korb mit ihren Schnäbeln und begannen zu fliegen. Der jungen Prinzessin gefiel es sehr, mit ihren Brüdern durch die Luft zu fliegen. Sie fühlte sich, als würde sie träumen. Nach kurzer Zeit wurde sie sehr müde und schlief ein. In ihrem Traum sah sie eine kleine Fee aus den Wolken zu ihr herunterschweben. Wenn du willst, dass deine Brüder wieder für immer Menschen werden, musst du ihnen allen eine Jacke aus Brennnessel nähen. Aber bis du sie alle fertig hast, darfst du niemanden davon erzählen.
Sonst werden sie alle Schwäne bleiben. Für immer. Nachdem sie dies gesagt hatte, verschwand die kleine Fee. Die junge Prinzessin erzählte ihren Brüdern nichts von ihrem Traum. Nach einer Weile setzten die Brüder die Prinzessin ab und versprachen, bald wiederzukommen. Die Prinzessin begann, Brennnesseln für die Jacken zu sammeln. Aber jedes Mal, wenn sie die Brennnesseln anfasste, stach und brannte es an ihren Händen. Aber sie machte sich nichts aus dem Schmerz und sammelte weiter. Plötzlich kam ein junger Prinz vorbei, der im Wald jagen war. Der Prinz war völlig verzaubert von der Schönheit der Prinzessin. Also kam er zu ihr herüber, um sich vorzustellen. Hallo, schönes Mädchen. Ich hab dich hier noch nie gesehen. Warum pflückst du denn Brennnesseln ohne Handschuhe? Weil sie niemandem von ihrem Plan erzählen durfte, wusste die Prinzessin nicht, was sie sagen sollte. Ich bin der Prinz in diesem Königreich. Würdest du mir gestatten, dich in mein Schloss einzuladen? Die Prinzessin freute sich über die Einladung. Im Schloss würde sie sicherer sein als hier alleine im Wald. Und dann könnte sie ihre Brüder schneller retten. Die Prinzessin verbrachte ihre Tage im Schloss. Aber heimlich machte sie immer noch die Brennnesseljacken für ihre Brüder. Eines Tages sah ein Cousin des Prinzen, wie sie in ihrem Gemach saß und eine Brennnesseljacke nähte. Er dachte sich, dass sie wohl eine Hexe sein müsste. Also begann er im Schloss Gerüchte über sie zu verbreiten. Zuerst glaubte der Prinz die Gerüchte nicht. Aber nachdem etwas Zeit verging, wurde er doch misstrauisch. Eines Nachts folgte er der Prinzessin hinaus in den Wald. Und als er sah, dass sie wieder Brennnesseln sammelte... Also stimmen die Gerüchte doch. Wenn sie keine Hexe ist, warum sammelt sie dann die Brennnesseln? Sie will sicher einen Zaubertrank brauen. Er befahl seinen Wachen sofort, sie ins Verlies zu werfen. Aber sogar im Verlies nähte die Prinzessin weiter heimlich die Brennnesseljacken für ihre Brüder. Und schließlich eines Tages hatte sie sie alle fertig genäht. Am nächsten Tag wurde die Prinzessin zu ihrer Verhandlung in den Schlosshof gebracht. Hier sollte über ihre Bestrafung entschieden werden. Aber gerade in dem Moment, als der Richter seine Entscheidung verkündigen wollte, kamen plötzlich 11 wilde Schwäne aus dem Himmel geflogen und landeten neben der Prinzessin. Die Menge war sehr erstaunt und starrte die 11 Schwäne an. Meine Brüder, ihr seid gekommen. Ich habe euch Jacken gemacht. Jeder von euch muss eine anziehen. Jeder der Brüder nahm sich eine der Jacken und zog sie an. Und einer nach dem anderen verwandelte sich wieder in einen jungen Mann. Leider hatte eine der Jacken zu kurze Ärmel. Die Prinzessin hatte keine Brennnesseln mehr übergehabt. Also hatte einer ihrer Brüder statt Händen immer noch Flügel. Da sie nun wieder Menschen waren, erklärten die 11 Prinzen dem Richter und der Menschenmenge, was ihnen geschehen war. Sie versicherten ihnen, dass ihre Schwester unschuldig war und keine Hexe. Der Prinz glaubte ihnen und er entschuldigte sich bei der Prinzessin. Weil sie so erleichtert war, dass ihre Brüder wieder Menschen waren, vergab sie ihm. Und alle gemeinsam gingen sie zurück ins Schloss. Der Prinz machte der Prinzessin einen Antrag. Willst du meine Frau werden, schöne Prinzessin? Ja, mein Prinz. Aber zuerst müssen wir mit meinen Brüdern zu meinem Vater gehen. Also liefen sie und die 11 Brüder zum Schloss ihres Vaters. Der Vater war sehr erstaunt und sehr erfreut, sie wiederzusehen. Seine Kinder erzählten ihm, was ihnen passiert war. Los, nehmt die Königin fest und bringt sie zu mir. Als sie hörte, dass die Kinder wieder zurück im Schloss waren, wusste die böse Hexe, dass sie gefangen genommen werden würde. Also verwandelte sie sich in eine Krähe, flog davon und wurde nie wieder gesehen.
Die junge Prinzessin verabschiedete sich von ihren Brüdern und von ihrem Vater und ging mit dem Prinzen in sein Königreich. Sie heirateten und lebten ein glückliches, langes Leben. Die Geschichte der wilden Schwäne über Liebe und Hoffnung wird von Generation zu Generation weitererzählt.